Mama, ich habe Lisa, Malte und Lukas gefragt, ob sie heute Abend zu unserer Silvesterparty kommen wollen. Und sie haben alle zugesagt. Prima, das ist schön. Aber die Overbacks kommen doch auch, oder? Ja, das ist doch gut. Dann könnt ihr Kinder zusammen Party machen. Ja, cool. Oh ja, das wird lustig. Hallo, kommt rein. Hallo. Hallo. Malte, was ist mit deinem Arm? Der ist leider gebrochen. Wie ist das denn passiert? Ich war an Weihnachten so aufgeregt, dass ich die Treppe heruntergefallen bin. Und dann mussten wir noch ins Krankenhaus. Oh je. Da hast du ja echt Pech gehabt. Hallo. 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 Hallo zusammen. Schau mal, Lena, ihr könnt die Chips und die Schale mit Obst mit nach oben nehmen. Oh ja. Kommt alle mit. Wir dürfen hier unsere eigene Party machen. Die Erwachsenen wollen sowieso am liebsten reden. Das ist langweilig. Cool. Und was machen wir jetzt? Anna und ich dachten, wir könnten Schokoladenessen spielen. Ja, Schokoladenessen. Wo man würfeln muss und Schal und Mütze anziehen. Genau. Ja, das macht Spaß. Ja, da kann ich nur leider nicht mitmachen mit meinem Gips. Oh, das stimmt. Das ist ein bisschen schlecht. Wir könnten ja Zweierteams machen. Dann muss man sich zu zweit einen Schal anziehen. Einer von beiden eine Mütze, einer nimmt die Gabel in die Hand und der andere das Messer. Das klingt aber sehr schwierig. Mit der einen Hand kann Malte das Besteck ja halten. Wir könnten es ja mal ausprobieren. Stimmt, ein Versuch ist es wert. Dann spiele ich mit dir, Mia. Ich kann dir zeigen, wie das geht. Ja! Und ich spiele natürlich mit Paul. Wir sind immer ein super Team. Ich spiele mit Lukas. Mit Lukas? Okay. Ja, dann hole ich mal alles. Und wo ist die Schokolade? Da drin, eingepackt in ganz viele Schichten Zeitungspapier. Hier ist der Würfel. Wir würfeln immer reihum. Einmal pro Team in unserem Fall jetzt. Und das Team, das eine 6 würfelt, muss sich ganz schnell die Mütze, den Schal und jeder einen Handschuh anziehen, dann das Besteck nehmen und versuchen, die Schokolade rauszubekommen. Und natürlich zu essen. Alles klar. Ich denke, Anna und Mia dürfen anfangen. 4 3 1 6 Los, schnell, Mütze, Schal, Handschuh. Nimm die Gabel, Lukas. Wir müssen jetzt schnell weiterwürfeln, Mia. 2 6 Wir sind dran. Zieh du die Mütze auf, Paul. Schal umwickeln. 5 Ich hab schon ein Loch in der Zeitung. Wir sind dran mit Würfeln. 6, gib schnell her. Oh Mann, fast wären wir bei der Schokolade gewesen. 6, wir sind dran. Och Menno, wir hatten noch nicht mal angefangen. Ich helfe dir mit dem Handschuh. Du nimmst die Gabel. Gib die Mütze. Und den Schal, los geht's. Wir sind gut. 4 1 5 Da ist die Schokolade. Warte, ich hau rein. Du hast ein Riesenstück. Hier, das ist mir zu groß. Beiß ab. Danke. Malte! Pass auf, dass du nicht gleich nochmal ins Krankenhaus musst. Schokolade schmilzt zum Glück sehr schnell. 6 Schnell, Mia, damit wir auch mal zum Essen kommen. Nimm dir das. Dude, ich will auch ein Stück. 6 Oh, schade. Schnell, schneide ein Stück ab, Lisa. Hier. Hey, kriege ich vielleicht auch was ab? Fertig. Oh, Paul und ich haben gar nichts abbekommen. Dann teilen wir das letzte Stück noch mit euch. Danke. Mia, Schokolade essen. Jetzt haben wir keine mehr, Mia. Aber du kannst doch ein bisschen Obst essen. Hier. Danke. Ich habe jetzt voll Durst. Ich möchte auch etwas trinken. Wir haben Getränke hier. Nehmt euch einfach etwas. Oh, danke. Sollen wir jetzt vielleicht tanzen? Ja, tanzen. Ach, ich weiß nicht. Ja klar, Malte tanzt sehr gern mit dir, Lena. Nein. Ey. Mann, Lukas. Vielleicht besser. Nicht, dass du dir vor Aufregung noch ein Bein brichst. Aha. Wer nicht tanzen will, muss ja nicht. Wir können ja so tun, als wären wir eine Band. Und wer will, kann tanzen.
Oh ja, das ist eine lustige Idee. Lisa, sind wir die Sängerin? Wir haben auch so ein Spielzeugmikrofon. Ja, das ist cool. Ich spiele Gitarre. Und ich Keyboard. Wollt ihr noch Chips essen? Ja. Oh ja, gerne. Lena, wir müssen noch das Radio holen. Ich weiß, das mache ich gleich. Ihr könnt euch aus einem Stück Karton Instrumente machen. Hier sind Schere und Stifte. Wir nehmen das hier. Und kannst du auch noch die Disco-Kugel aufhängen? Gute Idee. Lisa, schau mal, hängt sie gut so? Super, das passt. Fertig. Ich bin auch gleich soweit. Ich mache einfach Radio an und dann singen wir das, was gerade kommt. Okay. Es geht los. Kannst du den Text? Nein, ist doch egal. Wir tun einfach nur so, als würden wir singen. Singt da aber nicht ein Mann? Ja, stimmt. Da muss eben also noch mitsingen. Wir nehmen die Banane als Mikrofon. Mia auch Musik machen. Aber Mia, wir tun doch nur so, als würden wir Musik machen. Ach so. Ist denn bald Mitternacht? Ja, es dauert nicht mehr lange. Kommt, dann gehen wir schnell runter zu Mama und Papa. Ja! Seid ihr denn noch gar nicht müde? Nein. Dann gehen wir jetzt gleich alle zusammen vors Haus. Ja! Wenn ihr wollt, dürft ihr mir so lange noch was auf den Gips malen. Oh ja, ich male dir eine Blume. Cool. Ich male dir Rosabella drauf, damit du sie immer anschauen kannst. Bloß nicht. Kleiner Scherz, ich kann sowieso nur Strichmännchen. In ein paar Minuten ist Mitternacht. Wollt ihr mit rauskommen? Oder sollen wir vielleicht auf den Balkon? Mama, wir gehen auf den Balkon. Dort kann man das Feuerwerk auch gut sehen. Okay, ja, das könnt ihr machen. Komm, wir gehen raus. Warte, ich muss doch noch was malen. Es ist 0 Uhr. Ich wünsche dir ein gutes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Komm, sonst verpassen wir alles. Ihr Lieben, es hat auch dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht, für euch Videos zu drehen. Ein riesen Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Wir wünschen euch alles erdenklich Gute für das neue Jahr. Tschüss! Tschüss.